Heute beim elektrischen Reporter: Essen, Klausnitz und Verhütung. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Essen ist für viele Menschen ein äußerst lustvolles Unterfangen. Für andere Zeitgenossen, oft solche, die ihre Tage und Nächte am Rechner verbringen, ist Essen jedoch nur ein zeitraubendes Ärgernis, weswegen sie nach Wegen suchen, sich möglichst wenig damit zu beschäftigen, wie unser erster Beitrag zeigt. Das Essen der Zukunft kocht ein Roboter. Oder es kommt, wie im Raumschiff Enterprise, einfach aus dem Replikator. Aber was wir morgen essen, beschäftigt angesichts Ressourcenverknappung und Zeitmangel nicht nur Science-Fiction-Autoren, sondern auch Ricardo Ferrer-Rivero aus Hannover. Der Startup-Unternehmer hatte genug von Lieferpizza oder Nudeln mit Pesto zwischen zwei Meetings. Die Lösung für sein Problem? Soylent. Eine Flüssignahrung von Hackern aus den USA, die alle wichtigen Nährstoffe enthält und die Einkaufen, Kochen und Abwaschen überflüssig machen soll. Jetzt ersetze ich im Grunde Essen und Mahlzeiten, die ich nicht genieße und die ich einfach für die Grundernährung zu mir nehme, die ich nicht esse, um mich mit Leuten zu unterhalten oder Spaß dran zu haben, mit Säulen. Am Anfang nur ein Test, aber inzwischen bestreitet Ricardo rund 80% seiner Ernährung in Flüssigform. Soylent oder das Konkurrenzprodukt Manna aus der Tschechischen Republik enthalten unter anderem Soja, Hafer, Mais, Vitamine und Ballaststoffe. Ferrer-Rivero fühlt sich seit der Ernährungsumstellung fitter, sagt, dass er sich besser konzentrieren kann und weniger Kaffee gegen Müdigkeit trinken muss. Ganz nebenbei ernährt er sich jetzt auch vegan. Auf Essen aus Spaß und mit Freunden verzichtet er deshalb nicht. Im Gegenteil. Ich mache es viel bewusster und die Qualität ist auch da gestiegen, weil ich plane es besser ein und weiß, dass ich zu dieser Mahlzeit gehe, nicht um mich zu ernähren. Ich habe im Grunde ganz andere Ziele, die ich damit erreichen möchte. Aber auch jenseits der Hackerkultur findet die Technisierung der Küche immer mehr Anhänger. Denn viele Mütter und Väter haben ebenfalls nur wenig Zeit fürs Kochen. An diese Zielgruppe richtet sich der Thermomix. Eigentlich nicht viel mehr als eine Küchenmaschine mit Kochfunktion, verspricht das über 1000 Euro teure Gerät selbstgekochtes mit minimalem Aufwand. Und auch im Netz ist der Thermomix präsent. Zum Beispiel bei der YouTuberin Stephanie Holz, alias Thermifee. Über 7 Millionen Videoaufrufe und 45.000 Facebook-Fans haben ihr ihre YouTube-Kochsendungen bereits beschert. Während der Thermomix kocht, kann ich immer noch meine Kinder versorgen, denen bei den Hausaufgaben helfen oder andere Sachen erledigen. Also deshalb finde ich, das ist einfach, ja, es ist einfach etwas, was in die heutige Zeit mit reingehört. Das Kochen ist nicht mehr so, wie es bei Oma war oder bei Mama, ne? Caroline Schulze hingegen will mit mehr Technologie in der Küche nicht den privaten Kochkomfort erhöhen. Ihr Ziel? Einen Beitrag zur Lösung globaler Ernährungsprobleme leisten. Deshalb hat die Industriedesign-Studentin an der Kunsthochschule Halle einen falschen Hasen entwickelt. Und zwar nicht aus Hackfleisch halb und halb, sondern auf Mehlwurmbasis aus dem 3D-Drucker. Ihre Idee? Die Tierchen mit dem Nussaroma sind extrem proteinreich, außerdem kostengünstig und umweltfreundlich in der Haltung. Deshalb werden Insekten sogar von der Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen als Alternative zu Rind, Schwein und Hähnchen empfohlen. Das Problem? Die meisten Europäer ekeln sich vor Insekten auf dem Teller. Also das Aussehen der Tiere ist ja das, was uns immer so abschreckt. Und sobald es eine Paste ist, gibt es da kein Ekelempfinden mehr? Oder, also so die erste Hürde wird damit eigentlich schon genommen. In Holland und Großbritannien gibt es Insektenburger bereits im Supermarkt. Hierzulande kennt man Krabbelsnacks am ehesten aus dem Dschungelcamp. Dafür aber, dass sich alternative Ernährungsformen durchsetzen, kann das Internet einen Beitrag leisten.
Denn in den Nischen des Netzes tummeln sich aufgeschlossene User und Foodblogger. Und die zeigen auch am falschen Hasen von Caroline Schulze Interesse. Es kamen tatsächlich Anfragen übers Internet von Leuten hier aus Halle, die irgendwie mein Projekt im Netz gefunden haben und dann gefragt haben, ob ich nicht mal in Halle irgendwie für jemanden kochen würde. Fand ich sehr lustig. Auch Soylent, Manna und Co. wollen die Ernährungsgewohnheiten der Menschen so verändern, dass in Zukunft alle Bewohner des Planeten satt werden können. Ob man sich zur Erreichung dieses Ziels aber zwischen Knuspergrillen oder einem Glas Flüssignahrung wird entscheiden müssen, bleibt offen. Denn glücklicherweise steht dieses Forschungsgebiet ja erst am Anfang. Und ein paar Rezeptoptimierungen sind sicher noch nötig, damit das Essen der Zukunft auch wirklich allen schmeckt. Mit Hilfe von Twitter wurden schon Machthaber gestürzt. Normalerweise ist der politische Aktivismus auf Twitter allerdings eine eher unspektakuläre und unglamouröse Angelegenheit. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Johannes Philos, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Mitbegründer von Straßengezwitscher oder auf Twitter @StreetCoverage. StreetCoverage ist ein Twitter-Kanal, von dem wir live berichten von rechten Demonstrationen, spontanen Versammlungen etc. Das ist aus einer gewissen Ohnmacht heraus entstanden, aus der Ohnmacht, dass wir eine Szene beobachtet haben, wo Pegida-Demonstranten ein Protestcamp von Geflüchteten vor der Semperoper angegriffen haben. Es war eine extrem beängstigende Stimmung. Hat medial sehr wenig stattgefunden. Wir haben anderen Menschen davon berichtet, die nicht in Dresden waren zu der Zeit, die haben das nicht verstanden. Und da haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass so etwas passieren kann, ohne dass das stattfindet, ohne dass das einen Diskurs auslöst, ohne dass man sich damit beschäftigt. Der Tweet ist entstanden bei einer Solidaritätskundgebung direkt an dem Tag, nachdem in Klausnitz dieser Bus blockiert wurde, die Geflüchteten dort bedrängt wurden, bedroht wurden etc. Da sind wir dann hingefahren an dem nächsten Tag. Und bei dieser Demonstration hat eine Rednerin gefragt, sind denn Klausnitzer hier? Und da hat sich dann irgendwo links neben mir ganz, ganz schüchtern ein einziger Mann gemeldet. Das zeigt ein ganz symptomatisches Problem für Sachsen, dass sich viele Menschen nicht auf die Straße bewegen, wenn es darum geht, dass die Würde der geflüchteten Menschen dort zum Beispiel bedroht und angegriffen wird. Und das ist erschreckend. Ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, eigentlich der größere Teil, ist Recherche. Wir betreiben ganz viel Recherche, dadurch wissen wir, wann wir wohin gehen müssen. Wir waren in Heidenau. Auch schon vor den großen Ausschreitungen. Diese Ausschreitungen wurden 3 Tage vorher auf einer Bühne angekündigt. Unser Hauptaugenmerk ist eigentlich eine relativ klassische Berichterstattung, etwas darstellen. Und dafür ist Twitter ideal, weil es uns ermöglicht, klar, präzise und schnell eine Information zu verbreiten. Die Resonanz auf den Twitter-Account ist unglaublich. Also die hat uns auch selbst überrascht. Wir erreichen im Monat bis zu 3 Millionen Menschen mit den Tweets. Das ist absolut toll. Smartphones und die dazugehörigen Apps helfen uns bereits beim Erreichen sportlicher Ziele oder beim Abnehmen. Der nächste Schritt zur Symbiose von Handtelefon und menschlichem Körper ist die Empfängnisverhütung. Und darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Bei ihrer Einführung 1960 galt die Antibabypille als Revolution. Heute gerät sie eher wegen ihrer Nebenwirkungen in die Schlagzeilen. Auf der Suche nach Alternativen zur Pille rückt Computertechnologie immer mehr in den Fokus. Unternehmen wie das Start-up Clue aus Berlin versprechen mehr Kontrolle über den Zyklus ohne Eingriffe in den Hormonhaushalt. Mit dem Smartphone als Verhütungsmittel der Zukunft ist Gründerin Ida Tin überzeugt.
Ich dachte mir, es muss möglich sein, ein digitales Hilfsmittel für die reproduktive Gesundheit zu schaffen. Also nahm ich die Patentdatenbanken mal genauer unter die Lupe, um zu sehen, welche Neuerungen es in diesem Bereich gab. Bei allen Ideen ging es aber immer noch darum, Hormone in den Körper zu injizieren. Ich dachte dann nur, wenn ich nur genau wüsste, wo ich mich in meinem Zyklus befinde, dann wüsste ich auch, wann ich keinen ungeschützten Sex haben darf. Ob Stimmungsschwankungen, Heißhunger oder sprödes Haar. Die Nutzerinnen können etliche Alltagsbeobachtungen in die App eingeben. Diese erstellt dann anhand der Daten eine Prognose über den Verlauf des Zyklus. Je mehr Daten gespeichert werden, desto sicherer kann die Frau ihre fruchtbaren Tage im Monat eingrenzen. So wie die Schülerin Sandra, die Clue bereits benutzt. Dadurch, dass man die kompletten Zyklen sieht, hat man eine totale Kontrolle eigentlich darüber, was man so, wie der Zyklus ausschaut. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nicht verhütet hat oder so, dann schaut man ja auf die App und weiß, okay, ich habe jetzt eigentlich keine fruchtbaren Tage, und dadurch hat man auch eine Sicherheit. Gespräche über Menstruation und Zyklen waren bisher alles andere als salontauglich und wurden oft als reines Frauenproblem abgestempelt. Ida Tin glaubt, dass Verhütungs-Apps helfen können, offener über dieses Thema zu sprechen. Und nicht selten hat der eigene Partner Nachhilfebedarf in Zyklusfragen. Eine Sache, die mich echt überrascht hat, war, wie viele Männer die App runterladen, um zu schauen, was mit ihren Partnerinnen so los ist. Das zeigt mir, dass der Zyklus auch ein sehr zentraler Teil ihres Lebens ist. Männer beginnen zu verstehen, warum ihre Partnerinnen gerade Stimmungsschwankungen, Schmerzen, Empfängnisprobleme oder sonstiges haben. Doch bei aller Euphorie hat die Sache auch einen Haken. Die Daten, die durch Apps wie Clue gesammelt werden, basieren komplett auf dem subjektiven Empfinden der Nutzerinnen. Wirkliche Sicherheit kann so nicht gewährleistet werden. Deshalb geht das Unternehmen Sense Medical aus Leipzig einen anderen Weg, arbeitet an einer objektiven Methode zur Datenerhebung. Das Ergebnis? Der Ovula-Ring. Ein Biosensor, den die Nutzerinnen 24 Stunden am Tag vaginal tragen. Bis zu 285 Mal am Tag misst er dort die Temperatur der Frau. Die so gewonnenen Daten wertet eine Software anhand der sogenannten Basaltemperaturmethode aus und erstellt daraus eine Prognose über den Zyklus der Nutzerin. Der Vorteil? Sowohl das Gerät als auch die Methode ist medizinisch überprüft. Eine Interpretation der Daten durch die Nutzerin ist nicht nötig. Im Endeffekt ist es weltweit einmalig, dass in dieser Kontinuität Zyklusdaten von der Frau erhoben werden. Aber da gibt es natürlich im Detail auch ganz spannende Forschungsansätze, dass man da möglicherweise auch noch andere Komplikationen und noch andere Krankheiten mit dieser Körperkerntemperaturmessung effektiver und individueller diagnostizieren kann. Zum ersten Mal ist es so möglich, den Zyklus der Frau komplett zu erfassen. Und ganz nebenbei liefert der Ovula-Ring auch Daten für die Forschung. Allerdings, bislang richtet sich der Ovula-Ring nur an Frauen, die schwanger werden wollen. Als Detektor der fruchtbaren Tage. Als Verhütungsmittel ist der Biosensor nicht konzipiert. Halt, Ovula-Ring wird nie ein Verhütungsmittel per se sein. Ne? Es ist halt eine Unterstützung zur Verhütung, weil wir den Frauen sagen, wann sie quasi verhüten müssten. Und das einfachste Verhütungsmittel wäre dann eine Abstinenz. Und genau hier liegt natürlich der große Unsicherheitsfaktor dieser neuen Methoden, in der Selbstdisziplin. Trotzdem sind Zyklus-Apps und Biosensoren die wohl wichtigsten Innovationen zur Empfängnisverhütung seit der Pille. Die Entwickler sind sich einig, dass digitale Methoden korrekt angewendet bald genauso sicher sein können wie die Pille. Eines werden die Apps allerdings auch in Zukunft nicht können. Durch Barrieren auch an den fruchtbaren Tagen vor Schwangerschaft schützen. Der Körper ist kostbar und unsere Lust ist es auch. Ariadne von Schirach. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.